So, erstmal hier die Implantate einsetzen. Implantate gehen verloren, wenn man sie ausbaut. Ja, ja, schon klar. Skill wird erlernt. Sie können kein Implantat einsetzen, wenn ein Skill erlernt wird. Oh. Gut zu wissen. Dann müssen wir mal kurz die Trainingswarteschlange pausieren. Ja, 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 pausieren. Und dann können wir sie hoffentlich einsetzen. Ja, Implantat 1 eingesetzt. Implantat 2 eingesetzt. Woohoo! Gucken wir direkt mal unsere Attribute an. Und wir haben jetzt eine Ausstrahlung von 20 Punkten. Vorher hatten wir eine Ausstrahlung von 18 Punkten. Weil wir die beiden Implantate eingesetzt haben. Kann man die nochmal hier gucken? Ja, hier unter Verbesserung. Charakterübersicht Verbesserung. Haben wir einmal die beiden Implantate aufgelistet. Und da kann man sich nochmal angucken, was die machen und so weiter und so fort. Und wir lernen jetzt weiter Skills. So. Und weiter geht's. Der folgende Gegenstand wird im Belüchter, sobald die Mission aufgenommen. Small Armor. Was muss ich machen? Vernichten Sie die Piraten am Platz des Konvoi-Hinterhalts. Wenn Ihre AP knapp werden, warpen Sie sich einfach raus und regenerieren, bevor Sie wieder hineinwarpen. Annehmen! Armor Tanking ist eine andere Möglichkeit, die Beständigkeit Ihres Schiffes zu erhalten, während Sie Schaden erleiden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr geringes Panzerungsreparaturmodul ausgerüstet haben, ehe Sie fortfahren. Aber bevor Sie es einsetzen können, müssen Sie den Repair System Skill erlernen. Das ist jetzt das gleiche wie mit dem Schild. Nur mit der Struktur. Ist das dringend nötig? Habe ich nicht sogar noch einen Platz frei? Ne, habe ich nicht. Nee, keine Lust auf das Reparaturmodul. Aber falls wir diesmal drauf gehen, erstmal wieder Gegenstände hier in unseren Laderaum ablegen. So. Und ab geht's, Piraten kloppen. Wieder einmal. Los, Warpair. Ah, die fliegst du eigentlich durch andere Systeme als ich gerade. Wenn du eigentlich bist du doch auch noch hier in dem System, wenn du noch die Tutorials machst, oder? Nee, ich glaube, ich bin im anderen System. Also, beziehungsweise ich bin ein paar Sprünge von dir entfernt, weil ich glaube, die Tutorial-Mission gibt es ja hier, in mehreren Systemen da. In der Station, wo ich mich befinde, halt die ganzen Lehrer sind. Also für alle Missionen. Ja, bei mir auch. Und wir sind definitiv nicht in der gleichen Station, das weiß ich. Okay, nur zwei Piraten, das wird vermutlich nicht das Ende sein. Wenn wir die ersten zwei getötet haben, werden aller Wahrscheinlichkeit nach neue spawnen. Beziehungsweise hierhin warpen. Ach, da sind sie schon. Das ging zügig. Wieso treffe ich den denn nicht? Ah, wollte schon sagen, ja. Oh, ich hätte vorher vielleicht nachladen sollen, weil 45 Schuss, das schaffen wir auf keinen Fall. Dafür verfehlen wir zu häufig. Dann müssen wir gleich mal eine Ladepause machen, während des Kampfes. Mal gucken, ob wir das schaffen. Bisher sieht es ja lebensenergietechnisch noch ziemlich gut aus. Ja, jetzt hat man halt ein bisschen Leerlauf bei Eve auch, weil man muss jetzt quasi darauf warten, dass der erste Gegner tot ist. Also empfehle ich... Wow, da habe ich gerade Rufwert abgekriegt. Boah! Irgendjemand schießt übelst. Mit irgendwelchen übelsten Raketen auf mich.
uncool. Ich wollte gerade sagen, dass solche Kämpfe langweilig sein können. Aber jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Alter Schwede. Von wo kommen die denn? Von Arrogata? Ich weiß es nicht. Okay, also die Hälfte unseres Schildes ist schon weg, mehr als die Hälfte, obwohl wir den Schildgenerator anhaben. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen uns vermutlich gleich tatsächlich wegwarpen. Um mal nachzuladen, Energie zu tanken. Den Invader kriege ich auch irgendwie da nicht kaputt, wieso nicht? Ich mache 12,7 Schaden, aber der hat ein unfassbar großes Schild. Okay. Wir müssen mal kurz hier weg. Junge, Junge, die machen ja übertriebenst Schaden. Ne, offensichtlich nicht. Das hat nicht alles Kindergeburtstag. Ich gerade, wie ich das jetzt am besten angehe. Ich würde ja gerne mehr Waffen installieren können, aber... was ich nicht kann. Vielleicht sollte ich herausfinden, wofür diese Rig-Türme sind. Eventuell für Raketenwerfer, das wäre eine feine Sache. Weil wenn wir Raketen zurückschießen könnten, dann haben wir die Gegner jetzt wahrscheinlich auch schneller tot. So, schauen wir uns das doch mal an. Wir haben keine Waffenturmbucht mehr frei. Wir haben Rig-Slots. Habe ich denn einen Raketenwerfer? Gatling Railgun. Rocket Launcher. Zwei Stück sogar. Gucken, ob wir damit was anfangen können. Na, wo ist er denn hin? Da. Ach, die kommen auch in die Waffenslots. Nein, ich habe nicht den Skill dafür. Oh, Missile Launcher Operations Suits. War irgendwas. Habe ich den denn? Shield? Nee. Ah, okay, Skill kaufen. Ja, ich bin hier. Pizza Meat? Oh, Schnitzel mit Pommes. Spaghetti Bolognese oder Schnitzel mit Pommes? Alles klar. So, Skill ist gekauft, jetzt auf Stufe 1 lernen. Ja, ist mir egal. So, jetzt wird gelernt. Und herzlich willkommen wieder zurück. Wir haben hier eine kleine Pause gemacht von mehreren Tagen. Deswegen begrüße ich selbstverständlich auch wieder meinen reizenden Co-Moderator Dennis Hartwig. Hallo! Und ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ehrlich gesagt, und sehe, dass ich zwei Eve-Mails bekommen habe. Von reizenden... oh, reizenden benutze ich jetzt schon zweimal, das ist negativ. Von freundlichen Mitschauern. Das hört sich gut an. Aber zwei ist ein bisschen wenig. Ich finde, das müssen mehr werden, oder Peter? Ja, das müssen tatsächlich mehr werden. Da lädt mich jemand ein, eine Janina Bellini, Level 4 Mission zu machen, wo man dann ein Schlachtschiff fliegen muss. Das macht dann mehr her als mit so einem Noob-Schiff. Hm. Ja, okay. Ich komme vielleicht drauf zurück. Ja, oh, da bietet auch noch jemand seine Unterstützung an. Das finde ich sehr freundlich, da freue ich mich immer sehr drüber. Ich versuche jetzt mal diejenigen zu adden, Kontakt hinzufügen. Und auch hier Kontakt hinzufügen. Ich muss jetzt dabei sagen, ich komme vermutlich darauf zurück, wenn ich die Tutorial-Mission abgeschlossen habe. Weil die möchte ich auf jeden Fall alle einmal durchspielen.
Hadi, was mir gerade aufgefallen oder eingefallen ist, mich hat jemand darauf hingewiesen. Das? Wie lautet das eher? Okay. Man sieht, dass Leute online sind. Ach was. Ja. Okay, Kontakte. Moment, ich muss mal kurz gucken, ob das funktioniert. Ja. Wo habe ich dich denn hier? Lloyd Fox. Rechtsklick, Kontakte bearbeiten. Ja, ich bin noch nicht ganz online. Und dann Kontakt zur Merkliste hinzufügen. Lloyd Fox ist offline. Ach was, warte, das muss ich jetzt sofort. Okay, Johnny Nephros brauche ich gar nicht adden. Der gute Johnny hat sich aus dem Projekt entfernt. Der hat keinen Bock mehr auf Eve. Hat nicht besonders lang gehalten. Das ist natürlich schade. Gibt Schlimmeres. Wollen wir mal um meine Kontakte zur Merkliste hinzufügen? Alle offline, das ist ja traurig. Gut, wenn ich mich recht entsinne, habe ich zum Schluss ein Skill gelernt, um Missile Launcher endlich benutzen zu können. Raketenwerfer-Einsatz, Missile Launcher Operation. Yeah. Schauen wir doch mal in meine Ausrüstung, ob ich jetzt endlich auch die guten Missile Launcher einbauen kann. Wo sind sie denn jetzt schon wieder hin? Die Missile Launcher sind so frech, die verstecken sich jetzt mal. Da, Rocket Launcher. Ziehen wir ihn da rein. Ja, er ist drin. Jetzt muss ich wahrscheinlich Rockets haben, ne? Schauen wir doch mal in die Info. Rocket Launcher 1, ein winziger Raketenwerfer, der nur eine begrenzte Anzahl Raketen fassen kann. Okay, nicht ernsthaft als Primärbewaffnung gedacht, mehr als eine preiswerte Feuerunterstützung. Ich bin Noob, das ist alles, was ich brauche. Muss mit einer der folgenden Raketen geladen werden. Foxfire, Gremlin, Phalanx oder Thorn. Boah, Gremlin hört sich cool an. Gremlin hört sich echt cool an. Ich glaube, ich kaufe mal ein paar Gremlins. Tu das. Suchen. Gremlin. Gremlin Rocket. Hier in der Station kriege ich die sogar für 5,99. Ne, auch für 5,45. Na, Logo. Wie viele holen wir denn mal? Geschmeidige 1000. Jetzt muss ich die in meinen Laderaum laden. Wo sind sie denn? Habe ich die gerade gesehen? Gremlin Rockets, yeah! Und kann ich jetzt schon... Ah, ich glaube, laden konnte ich erst, wenn ich abgedockt bin, ne? Ladung entfernen. Was könntest du erst? Laden? Wenn du abgedockt bist? Oder nicht? Ja, du hast ja in deinem Laderaum und dann musst du ja da bei deinem Raketenwerfer Rechtsklick machen. Und dann... Ja, aber erst wenn ich abgedockt bin, oder? Ja, Scheiße, genau. Jetzt hab ich den deaktiviert. Ne, ist alles in Ordnung. Sehr gut. Wir müssen weitermachen mit den Agentenmissionen. Kurz auf unser Konto schauen. Ah, noch knappe 700.000, damit kann ich leben. Jetzt mal kurz überlegen, wer denn jetzt nochmal... Hier, ich glaube, das ist Militär gewesen. Wichtige Information. Tut mir leid, ich habe keine Aufträge von mir. Ne, dann war gar nicht, dass dieser Mensch... Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Hilfe, Tutorials. Ne, Support. Karriereagent. So, ich komme jetzt mal online. Jetzt gucken wir, ob du eine Benachrichtigung kriegst, ob ich online komme. Das würde mich jetzt mal interessieren. Warte. Ja, ich hab's gesehen. Ah ja, alles klar. Wieso kann ich keine Militärmissionen mehr machen? Ich war doch noch gar nicht durch. Tut mir leid, ich habe keine Aufträge für Sie verfügbar. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber machst du nichts. Was haben wir schon gemacht? Wir haben die Wirtschaft schon gemacht, also machen wir jetzt die Industrie. Industriepiloten sind große Typen. Ne, grobe Typen, Entschuldigung. Grobe Typen, die Asteroiden zerlegen, um diese in Materialien zu verschmelzen. Welche die galaktische Kriegsmaschinerie antreibt. Wählen Sie diese Karriere, wenn Sie nutzlose Steine in kolossale Maschinen verwandeln wollen. Ja, mal reinschnuppern hier, kleines Praktikum. Was mir gerade aufgefallen ist, wenn du diese Tutorials machst, ne? Ja. Und du lässt zu viel Zeit vergehen quasi zwischen diesen Einzelnen. Also sag mal, du bist jetzt bei der 5. Mission von 10. Ja. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Ja, ne? Bei mir hat das gar nicht geklappt. Ich kriege jetzt gar keine Aufträge mehr von der einen Person. Achso, ja, ich von dem einen auch nicht mehr. Das ist ein bisschen strange. Habe ich dir jetzt...